Heute Nacht. Hier ist Kirstin und Kirstin ist 25. Guten Morgen, Kirstin. Hi. Hi, Domian. Hallo, Kirstin. Ich heiße Christine. Ach, Christine, entschuldige, da habe ich es falsch gelesen hier. Christine. Kein Problem, macht nichts, alles in Ordnung. Und 25 stimmt. Ja, ist richtig. Sehr gut. Christine, weswegen hast du angerufen? Ich habe mit 11 Jahren ein traumatisches Erlebnis gehabt. Was war das? Ich wurde von einem Zuchtbullen überrannt. Oh, von einem Zuchtbullen überrannt. Ja, genau. Das heißt, da musst du doch schwer verletzt gewesen sein. Ja, ich mein rechtes Bein ist vom Knie abwärts amputiert. Oh. Wie ist das? Weil ich 11 Jahre alt bin. Wie ist das denn damals passiert? Ich habe im Sommer einem Bauern in meinem Dorf ausgeholfen, die Kühe von der Weide zu holen und auch auf die Weide zu bringen. Und als wir die Kühe dann von der Weide geholt haben, um sie in den Stall zu bringen, hat der Zuchtbulle mich über den Haufen gerannt. Der ist, keine Ahnung, der ist irgendwie durchgedreht und mich über den Haufen gerannt und hat mein rechtes Schienbein erwischt. Und du konntest da nicht ausweichen, das ging alles so schnell? Nein, hatte keine Chance. Hattest du außer der schweren Beinverletzung noch andere Verletzungen? Ich hatte ein paar Rippen gebrochen noch. Und musst ja dann als elfjähriges Kind wahnsinnige Angst gehabt haben oder einen Schock erlebt haben. Ja, ich sag mal so, ich habe seitdem panische Angst vor Kühen und Bullen. Ja, verständlicherweise, das hätte ich auch. Also ich kann nicht in die Nähe, weder in die Nähe von einem Bauernhof, noch kann ich irgendwie in die Nähe auf einer Weide, wo Kühe gerade stehen. Mhm. Oder ich kann mir die Tiere noch nicht mal im Fernsehen ansehen. Das ist echt super schrecklich für mich. Also, das heißt, damals deine Familie, die hatte keinen Bauernhof, ihr habt nur auf einem Dorf gewohnt. Ja, ich habe in so einem kleinen Dorf gewohnt und nicht bei meinen leiblichen Eltern, muss ich dazu sagen. Mhm. Ich bin bei Pflegeeltern aufgewachsen und wollte mir im Sommer, in den Sommerferien, ein bisschen Geld dazu verdienen. Ach so, und dann ist das so passiert. Ja. War das denn gleich klar, dass du das Bein verlieren wirst? Ja, nein, für mich, ich weiß nicht, also das war, ich war so geschockt, dass ich das ehrlich gesagt, ich weiß nicht, keine Ahnung, also es war irgendwie, es war, klar, es war super schrecklich und die Schmerzen waren zu groß und ich bin dann auch erst im Krankenhaus wach geworden, weil die Schmerzen echt schrecklich waren und war da, als du die Ärzte haben versucht, noch das Bein zu retten. Mhm. Aber das Bein war zu zertrümmert. Also, gab es da irgendeine, vielleicht für dich oder für deine Eltern oder für dich später, als du erwachsen warst, irgendeine Entschädigung? Gab es da eine Versicherung? Ist da jemand irgendwie? Nein. Nein, gar nicht. Nein, die haben jede Schuld von sich gewiesen. Mhm. Jetzt sagst du, dass du heute bist du 25 Jahre alt, so eine ganze Weile jetzt vergangen, 14 Jahre, dass dieses Erlebnis immer noch sehr präsent in dir ist. Ja, ist so. Also du sagst gerade Angst vor Bauernhöfen, Angst vor Kühen. Sonst merkst du es sonst in deinem Alltag auch? Ich sag mal so, es gibt schon Momente, wo ich mir wünsche, es wäre nie passiert so, weil ich habe nämlich letzte Woche eine Sendung von dir mitbekommen. Ich habe nie Sex und deswegen rufe ich eigentlich auch an. Ach. Ja, genau. Da war der erste Anrufer war der Jan und der hat gesagt, irgendwann mitten in der Sendung oder mitten in dem Gespräch mit dir, Behinderte sollten keinen Sex haben. Das war ein ganz schlimmer Anrufer am Anfang, ja. Mit einer ganz furchtbaren faschistischen These war das. Nach dem Motto, und ich wäre beinahe aus der Haut gefahren. Ich wäre am liebsten in den Fernseher gesprungen und hätte den, ich möchte das nicht aussprechen, aber ich war echt schockiert. Ja, er hat ja sogar gesagt, dass das Behinderte eigentlich gar kein Recht auf Sexualität haben aufgrund ihrer Behinderung. Ja, genau, aber das ist völliger Quatsch. Mein Sexleben ist super, fantastisch und mein Lebensgefährte, der steht auch völlig zu mir, auch zu meiner Behinderung und dass das Bein weg ist und hat keine Probleme damit. Okay, er musste sich daran gewöhnen. Er hat sich damit arrangiert und am Anfang gab es zwar kleine Probleme, aber... Trägst du eine Prothese? Nein. Nein? Weil aufgrund meines Körpergewichts. Das heißt, wie bewegst du dich dann fort? Ich hüpfe durch die Wohnung auf einem Bein. Aber du kannst ja nicht durch die Welt hüpfen zum Einkaufen. Nein, wenn ich rausgehe, ab Montag fange ich an zu arbeiten in einer Werkstatt für behinderte Menschen, für körperlich und geistig Behinderte. Mhm.
Und da habe ich natürlich einen Rollstuhl. Du sagst, du kannst keine Prothese tragen aufgrund deines Gewichtes. Wie viel wiegst du denn? 125. Das ist ein bisschen viel, ne? Leider ja. Aber ich habe jetzt im letzten halben Jahr trotz dieser, ich sag nicht gerne Behinderung, weil das ist immer noch ein großes Thema für mich. Ich bin auch damals in schwere Depressionen gefallen und habe auch jahrelange Therapie hinter mir und ist jetzt eigentlich das erste Mal, dass ich jetzt richtig öffentlich darüber spreche. Ich verstehe. Kann. Kompliment, dass du dich das dann getraut hast. Ich verstehe. Dann ist das vielleicht mit dem Übergewicht auch gekommen, sodass es ein bisschen Frustessen war. Genau, ja, ich habe alles in mich hineingestopft. Mhm. Ich habe mir gedacht, auch keiner will mich, keiner hat mich lieb und keiner wird mich jemals so akzeptieren, wie ich jetzt bin, aber das ist ganz anders. Aber also, dein Freund akzeptiert dich so, wie du bist. Ja, und seit wann kennst du ihn? Wir sind erst seit 5 Monaten zusammen. Ganz und wie habt ihr euch kennengelernt? Durch eine Freundin von mir. Also ich war auf einer Feier gewesen bei ihr und sie hat eine Privatfeier geschmissen. Mhm. Die war blöderweise im Dachgeschoss. Das ist für dich ungünstig? Extrem ungünstig, ja, auf jeden Fall. Und ich habe so Probleme gehabt, da die Treppen hochzukommen, obwohl ich noch Krücken dabei hatte. Mhm. Ich musste wirklich jeden Treppenabsatz stehen bleiben und mindestens für 5 Minuten Pause machen und verschnaufen, weil ich da echt nicht hochgekommen bin. Aber es hat sich gelohnt, dass du hochgegangen bist. Ja, sonst hätte ich den echt nicht kennengelernt. Hattest du denn vorher auch schon mal Beziehungen? Ja, aber die liefen nicht ganz so toll. Aber die letzte Beziehung zum Beispiel, die war so extrem schlimm für mich. Ich weiß nicht, also eigentlich hatte ich mir diese Beziehung wirklich anders vorgestellt, weil am Anfang hat er gesagt, ey, wow, du bist echt klasse Frau, hast einen super Charakter, mich stört dein Bein nicht. Mhm. Aber du hast dann vorher aber auch schon sexuelle Erfahrungen gesammelt, jetzt vor dem jetzigen Freund, das ja. Ja, klar. Und der Aufhänger war, dass du sagst, also trotz deiner Behinderung klappt der Sex wunderbar und du bist sexuell eine sehr zufriedene Frau. Ja, auf jeden Fall. Ich kann mich da echt nicht beklagen. Ich fand die These ja auch ganz, ganz schrecklich von dem Anrufer. Und leider ist die Leitung weggebrochen von ihm, dass wir da nicht weiter diskutieren konnten. Das ist echt schlimm. Also ging gar nicht. Ne? Ich glaube, seine Haltung war auch mehr gegen sich gerichtet als gegen andere Leute. Und das war das besonders Traurige daran. Aber naja, also ich hab mir das schon gedacht, dass viele von euch natürlich da jetzt auf die Barrikaden gehen, wenn die das hören. Ja, klar. Also in dem Moment habe ich mich richtig beleidigt gefühlt. Natürlich, natürlich, zu Recht auch. Zu Recht. Ja, klar, weil es gibt nicht viele Menschen, die jetzt wirklich damit klarkommen, dass sie, es gibt so viele Menschen, die wirklich eine Amputation hinter sich haben, die wirklich dem Gliedmaßen fehlen oder dem alle Gliedmaßen fehlen aufgrund eines schweren Unfalls. Mhm. Und klar, dass sie sich dann auch beleidigt fühlen. Ja, klar. Und, auf jeden Fall war das eine tolle Rückmeldung. Und du hast gerade so einen Satz gesagt, das heißt, wenn du etwas abnehmen würdest und könntest demnächst, dann wäre das mit der Prothese vielleicht sogar möglich, ne? Auf jeden Fall, ja. Ah, Mensch, das ist doch ein Ziel, Christine. Auf jeden Fall. Und ich habe im letzten halben Jahr schon 10 Kilo abgenommen. Wie viel musst du noch runter, um die Prothese tragen zu können? Ich muss runter auf circa 78 Kilo. Das schaffst du. Das schaffst du. Auf jeden Fall. Ich werde mich da auch dran setzen und das tun. Und das ist ja dann eine große Verbesserung der Lebensqualität, wenn du mit der Prothese dann dich arrangiert hast und mit der Prothese gehen kannst. Ja, klar. Das ist ja dann ein ganz, ganz neues Leben letztendlich für dich. Auf jeden Fall. Und ganz ehrlich, ich weiß, Eigenlob stinkt eigentlich normalerweise. Aber ich muss wirklich sagen, ich bin wirklich stolz auf mich selber, dass ich das wirklich geschafft habe, dass ich aus diesen Depressionen raus bin. Dass selbst wenn ich auf der Straße bin und wenn ich die Hose anziehe oder mein Freund zieht mir ja die Hose an, dann und wir dann rausgehen, dann hüpfe ich ja nach draußen und er geht mit dem Rollstuhl voran, damit ich mich dann unten hinsetzen kann auf den Rollstuhl. Und dann machen wir das meistens so, dass wir den Rest von der Hose, wo kein Bein mehr ist, dass wir das unter mein Oberschenkel schieben. Ja, ja, genau. Ja. Und ich kriege so viele Blicke und ich habe am Anfang so Probleme damit gehabt und jetzt stört mich das nicht. Super. Ich sehe die Leute nicht, die mich angucken. Christine, so muss es bleiben. Auf jeden Fall. Ich freue mich, dass du angerufen hast und alles Liebe dir und deinem Freund. Ja, danke schön, Domian. Ach so, was ich fragen wollte. Ja. Kann ich ein Autogramm von dir haben? Ich finde dich so toll. Sehr gerne. Wir rufen dich gleich nochmal an wegen deiner Anschrift, okay? Alles klar, super. Alles Gute, tschüss. Ja, danke dir auch. Einen schönen Abend. Dankeschön, tschüss. Schöne Sendung. Ja, danke sehr, sehr nett, tschüss. Ja, danke. Tschüss. 1:37 Uhr haben wir.